Elfriede Jelinek ist ein Meilenstein, ist ein Abgrund, ist eine Erschütterung des Wortgewebes, ist ein vollständig zu erforschender Fixstern eines gesamten Literaturuniversums. Und wo es etwas zu erforschen gibt, dort sind Forscherinnen und Forscher, dort sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dringend, zwingend vonnöten. Gut, dass es sie gibt. Gut, dass es den Interuniversitären Forschungsverbund Elfriede Jelinek jetzt gibt. Elfriede Jelinek ist für die Ewigkeit. Es gibt also noch ausreichend viel und ausreichend lange etwas zu erforschen. Glück auf und alles Gute für euch.